Kaiserwetter bei der 4. Portparty des Jahres in Warnemünde. Gleich 3 Kreuzfahrtschiffe warteten darauf, von zahlreichen Schaulustigen verabschiedet zu werden. Die Magellan, die MSC Opera und die Aida Mar. Das 2013 getaufte Schiff wurde von der Meierwerft Papenburg gebaut. Kurz vor dem Auslaufen der Giganten sorgte ein maritimes Programm mit der Warnemünder Trachtengruppe und viel Musik für Stimmung. Der Dreimaster Santa Barbara Anna, auch für Moderator Horst Marx eine Bühne, die nicht passender sein könnte. Wer die Idee gehabt hat oder wer es zustande gebracht hat, dass wir einen Dreimast-Topsegelschoner als schwimmende Bühne haben, dem würde ich ja einen Orden geben. Aber mit den Orden sieht es schlecht aus. Es ist eine großartige Idee. Eine schwimmende Bühne für die Musiker, für die Kommentatoren, aber teilweise dann ja auch für unsere anderen Akteure, Sponsoren, Förderer am Passagierquai. Besser geht es eigentlich nicht. Schiffe gucken, Live-Musik, Tanz und Informationen über die Kreuzfahrtschiffe. Das alles in eher gemütlichem Rahmen. Eine Kombination, die ankommt. Wunderbar. Es gefällt uns sehr gut hier. Wir kommen jedes Jahr mal hoch. Wir sind aus Düringen, ne? Und herrlich. Ganz wunderbar. Guckst du auch gerne Schiffe? Ja. Sieht man sehr selten. Die Portpartys werden von der Hanseatischen Eventagentur veranstaltet. Traditioneller Höhepunkt ist ein Feuerwerk zum Auslaufen des letzten Schiffes. Dieses Highlight war diesmal der Aida Mar vorbehalten. Sie ist auch für die 5. und letzte Portparty am 15. Oktober angekündigt.